In Sektor 1 wird Samus von bienenähnlichen Kreaturen angegriffen, als sie auf deren Nest stößt. Es gelingt ihr, die Angriffe zu überleben und das Nest zu vernichten. Dabei trifft Samus zu ihrer Überraschung erneut auf die kleine Kreatur, der sie schon zuvor begegnet ist. Kurz darauf erteilt Adam ihr den Auftrag, sich zum Testzentrum zu begeben. Oh yeah. Und damit herzlich willkommen zurück zu Metroid Other M. Jawoll. Und bevor es hier weitergeht, muss ich erstmal ein Stück zurückgehen. In ein wieder gegnerverseuchtes Gebiet. Weil mir ist in der letzten Aufnahme, Ladevorgang, noch was aufgefallen. Ja. Ja, bloß das kleine Viech versperrt mir hier den Weg. Genau hier. Hier. Genau. Da kann ich nämlich eine Bombe platzieren. Oh, ich habe eben was gelernt. Man kann diese kleinen Käferviecher mit normalen Bomben killen. Tankbauteil erhalten. Ja, nämlich, das ist mir noch in der Aufnahme aufgefallen. Dieser kleine Schacht hier. Wollte ich mir unbedingt holen. Warum auch nicht? Und machen wir doch mal direkt weiter hier. Nach einer längeren Pause. Mal gucken, ob das alles wieder so klappt, wie es soll. Euch kenne ich doch. Lalala. Ach, stimmt, die andere Taste war das. Das ist irgendwie nicht ganz einfach. Oh, hey. Diese kleinen Raupenviechers mit den Bomben zu treffen. Weil die sich ja auch bewegen. Hm, da kann ich bestimmt durch. Jetzt ist die Frage, wo muss ich lang und warum ist diese Tür so toll markiert? Na? Ach ja, so war das mit dem Gucken. Ja, es ist doof, wenn man mal eine längere Pause macht und dann erst wieder reinkommen muss. So, was ich jetzt aber zuerst tun will, ist... Mal gucken. Ah, das war plus, okay. Hm, führt eigentlich nur zu einem Aufzug. Was war N? N war dieser Energieraum mit Speichern und so, nehme ich an. Hm, hier hat es ein Terminal. Aha. Gut, ich will da jetzt aber noch nicht lang... Hey, 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 hey. Bleib mal ruhig. Bleib geschmeidig. Oh, dadurch. Ich will erst hier lang. Das sieht nämlich so aus, als könnte ich hier irgendwie Secrets entdecken und unter Wasser latschen. Das ist so langsam. So langsam. Oh, was bist du denn? Mach meine Schüsse unter Wasser auch keinen Damage oder wie? Ey, die sind ja mal nervig. Okay, das hatten wir schon mal. Oh, da gibt's was. Wow. Okay, so war das. Und wir haben erhalten... Missile Container, jawoll. Ah, das ist so langsam hier. Voll das Kontrastprogramm zum Rest vom Spiel. Jetzt stellt sich mir die Frage, war... No. Du nervst. Geh mal weg hier. Nee, da geht nichts. Das wäre nämlich auch ein interessantes Versteck im Game. Hm, da kommen gerade... Halt, halt, halt. Ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Hm, ein bisschen... Oh. Bingo. Treffe ich auf die Distanz nicht mehr, oder... Da will ich jetzt aber schon hin. So, und nochmal. Irgendwas ist da faul. So, an dem Schacht war ich. Jetzt bin ich aber nah genug dran. Na also, hat mir gar nichts gebracht, aber... Ne? Oh, selbst als Kugel bin ich nicht schneller. Das ist voll lästig.
Nun gut, wir sind jetzt... Ja, hey, da ist ja was. Dann schießen wir uns doch mal durch hier. Falls euch das vielleicht schon aufgefallen ist, nicht nur meine Bewegung unter Wasser ist verlangsamt, sondern sogar das Schießen. Oh, halt, das sieht verheißungsvoll aus. Ich habe keinen Speedbooster. Aber gut zu wissen, dass es im Spiel einen gibt. Dann sind diese langsamen Laufpassagen erstmal Geschichte. Gut, jetzt habe ich irgendwie so eine Plattform aktiviert. Da muss ich mal gucken, ob ich da lang komme. Ah, Treppen hoch, bitte. Ich werde mich gleich ohrfeigen, wenn ich wieder ins Wasser fallen sollte. So, und was kann ich hiermit anfangen? Nichts. Warum habe ich das denn überhaupt gemacht? Ich dachte, da bildet sich jetzt eine Plattform auf... Ah! Auf der ich raufstehen kann. Und ich kann während der Fahrt sogar schießen. Gut, der Raum ist jetzt clear. So, was haben wir? Halt, da ist noch was. Ach so, ja, das war das, was ich mit Speedboost öffnen konnte. Wenn ich es denn hätte. Und hier ist auch die Party am Laufen. Noch ein Feind. Irgendwie passiert dann nichts. Okay, mal runterspringen. Ey, was ist das denn? Seht ihr das, wenn ich da aufspringe, wie sich das bewegt? Das ist immer klasse. Ah, sowas ist es. Bing, 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 ding, dong. Oh. Das war jetzt vielleicht ein bisschen voreilig. Überlebensregel Nummer 1. Willst du überleben, solltest du... Ey! Solltest du immer deinen Charge Beam aufgeladen haben? Vor allem, wenn der Diffusion mit anhat. Ah, halt, da ist noch einer. Hab dich doch gesehen. Okay. Jetzt mal abziehen, was es hier gibt. Offenbar keine Feinde mehr. Ah! Unter Wasser zu schießen ist echt lahmarschig. Ja, und jetzt? Ach, jetzt kann ich hier die Treppen wieder hoch. Ich muss auch gerade sagen, das ist irgendwie ein bisschen zu... Oh toll, da komme ich gar nicht einfach so rauf. Und da hochspringen geht auch nicht. Und klappt das? Ich will da... Oh, ich will da drauf stehen bleiben. Oh. Immer diese Schubsereien. So, und jetzt? Ah, noch so ein Schalter. Alterniert das jetzt? Ah ja, okay. Und ich kann davon kicklampen. Dann versuche ich doch mal was. Ja, das geht! Oh, wie geil. Und jetzt? Hm, kann ich nur da durchgehen. Aha. Was bist du? Hm. Laufende Piranha-Pflanzen. Ne, eigentlich sind das ja Venusfliegenfallen. Sei es drum, irgendwas ist doch hier los. Bin ich überhaupt annähernd nah dran? Wie war das? Ah, zoom. Ich will aber rauszoomen.
Rauszoomen. Rauszoomen. Ich muss da runter. Ja. Jetzt ist echt die Frage, wozu dieser Aufzug da gewesen wäre. Aber so weit kann ich auf jeden Fall ohne Probleme zurückkehren. An den Ausgangspunkt. Ah, wieder so eine Illusion. Mal ein bisschen umgucken. Ey, das ist ja geil. Seht ihr, wie das Visier beschlägt? Mhm, und ein Terminal haben wir. Da müssen wir wahrscheinlich dann auch ran. Fragt sich bloß... Okay, hier kann ich einmal hoch. Hier nochmal. Ah, okay, das klappt schon so. Ja, nicht so ganz. Gucken, die Plattform. Oh, was ist das denn? Komisch. War das nicht eins von diesen Baumviechern von vorhin? Gut, hier kann ich hoch. Dann nochmal hier. Ich bin aber von der Plattform, wo ich rauf will, viel zu weit entfernt. Ja, was mache ich da falsch? Ah, ich sehe gerade was. Seht ihr diesen Schacht, der hier lang führt? Und der Ende dahinter. Ich kann mich da wahrscheinlich durchkugeln. Ich muss jetzt nur schauen, wie ich da hochkomme. Da, okay. Heißt, ich könnte eigentlich... Hm. Das ist ja interessant. Das Schachtsystem geht weiter. Endet es hier? Das ist ja fabelhaft. Und was mache ich nu? Hier komme ich hoch. Ranhangeln kann ich mich nicht. Jetzt wollen die mich aber langsam ver... Oh, Bingo. Jetzt wollen die mich aber langsam verarschen. Na, nicht ganz. Und jetzt hoch. Jawohl, endlich. Ah. Wie ich halt aus Fehlern nicht lerne. Ja und... Ach, okay, da oben. Super, jetzt darf ich mich paranoid durch die Gänge rollen. Nein! Alles von vorne. Verdammt. Okay, es war, glaube ich, der Baum. Ja. Hm. Diesmal sind wenigstens diese Viecher nicht da. So, jetzt war hier eine Jump-Passage. Okay. Und wieder da rein. Und aufpassen. Gut aufpassen. Wo muss ich hier hin? Da runter. Dann nochmal runter. Huh. Aufpassen. Haha, ich hab dich gesehen. Dieses Momentum, das ich durch die Bomben bekomme, das hätte mich hier wieder von der Plattform runtergejagt. Ah. Hm. Nicht mehr. Ich hab dazu geil. Oh. Okay. Und jetzt? Ah, ich bin am Terminal. Gut. Es muss was Gutes sein. War ja klar. Bin ich hier oben sicher? Bingo, Treffer! Hm. Diese Reichweite von ihren Geschossen ist nicht so hoch. Das finde ich auch ganz praktisch. Ah. Habe ich gesagt, dass ich gegen diese Viecher nicht kämpfen muss? Oder will? Und nochmal, komm.
War's das schon? Oh, es hat sich umgedreht. Schon mal, nochmal. Spam! Boah! Okay, ich sollte ein bisschen auf Range gehen. Oh. Verdammt. Aufladen. Jawohl, danke schön. Ich könnte mich da hochstellen, dann könnte ich das Viech wahrscheinlich leichter treffen. Mal gucken. Volltreffer. Dreh dich. Jawohl. Hab ich. Nein. Oh. Okay, ich sollte wieder auf Range. Also so schwer ist das hier jetzt mal gar nicht. Aber das Ding hat wohl sakrisch viel Leben. Hm, toll. Das ist jetzt gemein. Komm da vor. Und aufgeladen. Ja, war's das? Huh. Huiuiuiuiui, supi.